Hallo, liebe Deutschlernende. Heute werden wir über die drei wichtigsten Wörter in einer Beziehung reden. Die drei wichtigsten Wörter. Was sind die drei wichtigsten Wörter in einer Beziehung? Viele Leute denken, die drei wichtigsten Wörter sind "Ich liebe dich". Das sind wichtige Wörter, das ist ein wichtiger Satz, aber es gibt einen Satz, der noch viel wichtiger ist. Viel wichtiger als "Ich liebe dich". Und ein Satz, den man auch öfter sagen sollte als "Ich liebe dich". Es ist wichtig, "Ich liebe dich" zu sagen, aber viele Leute sagen das auch, obwohl sie gar nicht das Gefühl gerade spüren. Ja, wenn man sich gerade sehr verliebt fühlt, dann ist es wichtig zu sagen "Ich liebe dich". Aber oft sagen das manche Paare einfach im Alltag immer wieder "Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich". Und dann verlieren diese Wörter ihre Wirkung. Aber es gibt drei Wörter, die sehr wichtig sind in einer Beziehung. Die drei wichtigsten Wörter in einer Beziehung. Und sie verlieren nie ihre Wirkung. Und mit diesen Wörtern zeigt man auch seine Liebe. Ja, mit diesen drei Wörtern sagt man nicht nur, dass man den anderen liebt, sondern man zeigt seine Liebe. Und man kann es auch zu Freunden sagen, man kann es zu jedem Menschen sagen, der einem etwas bedeutet. Jeder Mensch, der dir wichtig ist, zu diesen Menschen kannst du diese drei Wörter sagen. Nun, ich glaube, ich habe dich lange genug auf die Folter gespannt. Ja, das sagt man, wenn man jemanden warten lässt, ehe man ein Geheimnis verrät oder ehe man eine Information jemandem gibt, dann sagt man, man spannt jemanden auf die Folter. Und ich möchte dich nicht auf die Folter spannen. Deswegen verrate ich dir nun die drei wichtigsten Wörter meiner Meinung nach in einer Beziehung. Die drei wichtigsten Wörter lauten: "Erzähl mir mehr". Erzähl mir mehr. Wenn jemand dir etwas erzählt oder jemand sagt, heute hatte ich einen schönen Tag oder heute hatte ich einen schlechten Tag. Auf Arbeit lief es heute sehr gut. Auf Arbeit lief es heute nicht so gut. Ja? Dann kannst du zu diesem Menschen sagen: "Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr." Und damit zeigst du Neugier. Damit zeigst du, dass dieser Mensch dir wichtig ist, weil du Interesse zeigst. Du lädst deinen Gesprächspartner ein, sich mehr zu öffnen, dir mehr über seine Erfahrungen zu erzählen, und du stellst dich darauf ein, jemandem zuzuhören. Ja, du zeigst Bereitschaft, jemandem zuzuhören, indem du sagst: "Erzähl mir mehr." Okay? Probier es mal aus. Das ist die Herausforderung heute. Sag drei Leuten heute: "Erzähl mir mehr." Ja? Immer wenn jemand über sich erzählt und nur ganz kurz etwas sagt, dann sag: "Erzähl mir mehr." Und lade diese Person ein, dir mehr zu erzählen. Lade diese Person ein, sich mehr zu öffnen. Ja? Das ist die Herausforderung heute. Sage drei Leuten diese drei Wörter: "Erzähl mir mehr." Und oft wirst du merken, dass die Leute sehr begeistert werden, wenn du das sagst, dass sie sagen: "Wow, hier ist jemand, der mir zuhören will." Ja? Und die
euer Verhältnis wird viel stärker. Ja, du wirst einen besseren Freund haben danach. Ja, du wirst eine bessere Freundschaft haben, eine bessere Beziehung. Durch diese drei Wörter. Erzähl mir mehr. Ich hoffe, das war hilfreich. Sag mir in den Kommentaren, wie es lief, wenn du ausprobierst, diese drei Wörter zu jemandem zu sagen. Und wir sehen uns morgen. Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen.